Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ein neues Kooperationsvideo wollt ihr euch vorstellen. Und zwar hat mich Bandahol Selected wieder angeschrieben, ob ich erneut eine Kooperation machen will, weil ihnen mein letztes so gefallen hat. Und das habe ich natürlich nicht abgelehnt, weil die haben echt coole Sachen, finde ich. Der Shop ist echt mega, der hat alles. Und diesmal bin ich auch ein bisschen weggegangen von den Kartenbasteln. Ich habe auch was zum Kartenbasteln, ja. Aber ich habe mir jetzt auch wieder was zum Schmuckbasteln gegönnt. Und Anhänger, so Schlüsselanhänger. Da habe ich mir einmal dieses Set da bestellt oder ausgesucht. Und ich war eigentlich echt ganz erstaunt, wie groß das ist. Das sind so richtig coole Behälter. Alles da rausholen. Also das ist einfach so ein Set, um Schlüsselanhänger zu machen. Das sind so kleine Kleinigkeiten dabei, wie Schlüsselanhänger eben, Biegeringe, da sind so schwarze Perlen drinnen, weil es ist eigentlich so gedacht, dass man so Bubble Tea Anhänger machen kann. Und zwar sind das. Schauen, müssen da öffnen. Das sind eben verschiedene Gefäße. Da rausholen. Ein bisschen rascheln müssen. Da ist einmal so ein. Ja, ich weiß nicht, wie nennt man denn diese. Die gibt es ja auch als Glasbecher quasi zum Trinken. Davon sind vier, sechs drinnen. Und da müssten eigentlich auch die passenden Deckel irgendwo sein. Okay, da gibt es anscheinend keine Deckel. Oder ich sehe sie noch nicht. Ja, war jetzt der Meinung, dass der Deckel drauf war. Dann muss ich auf dem Bild nochmal schauen. Aber vielleicht ist es auch einfach offen. Jedenfalls sind sechs von diesen dabei. Dann gibt's diese Behälter. Und das sind jetzt, glaube ich, diese Deckel. Mal gucken. Ja, genau, das sind die da. Da kann man eben so wie Bubble Tea machen. Das wird man dann irgendwie kleben am besten, schätze ich mal, damit es da wirklich hält. Und das kann man dann da eben mit dem Schlüsselring da anhängen. Mit Schlüsselanhänger. Aber es hebt eben so nicht. Und das sind die gleichen. Hier ist ein anderer bisschen. Das sind auch nochmal ein bisschen andere. Das ist ein bisschen größere. Ich weiß nicht, ob das A da passt. Ah ja, die Deckel passen da auch. Okay. Aber für die kleinen da. Nee, für die kleinen nicht. Also die Deckel ist einmal für das und für das. Jetzt schauen. Die rosa Berlin war es jetzt gar nicht. Das sind wahrscheinlich die Strohhalme, könnte ich mir vorstellen. Packe das mal kurz wieder ein. So, und dann hat das Set auch noch so bunte Quasten mit dabei, die man super toll an die Anhänger dann dranhängen kann. In Gelb, Orange, Lila, Dunkelblau, Grün und Rosa. Also das ist einmal dieses Riesenset. Ich bringe es gar nicht mal ganz rein. Dann habe ich mir auch für die da gedacht, weil da werde ich ein bisschen mit Kunstharz oder so arbeiten. Muss also vermutlich ein bisschen warten, weil ich habe momentan nichts da, außer so leicht vergilbt das. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht mache ich es auch anders. Mal gucken. Jedenfalls habe ich dann auch noch dieses Set da gefunden. Und zwar sind da verschiedene Glitzersachen. Das sind einmal diese und ich nehme die auch ganz gern eigentlich für so, ja, wenn ich so Fläschchen Anhänger mache, da
Libi, so Schüttelzeugs. Und da könnte man das ja auch lassen, dass man es schütteln kann. Also mal schauen, wie ich es dann wirklich mache. Dann gibt es da einmal, also das sind so alles Herzen, genau. Dann sind da so kleine Splitsteine. Einmal Hexagon. Das sind sogar zweimal weiß drinnen. Dann haben wir Sternchen, finde ich auch ganz cool. Habe ich auch gar nicht mehr viel da. Größeres Hexagon. Und so Mikroperlen. Dann habe ich mal Anhänger mitgekauft. Da ist die Nummer. Ich habe das jetzt gerade ausgepackt, dass ich es nicht mehr vor der Kamera machen muss. Und zwar. Ups. Das ist in so richtig praktische Döschen, die man drinnen finde. Und das sind so richtig schöne Lebensbäume. Ihr liebt es. Das kann man ja selber machen, aber für das habe ich, glaube ich, keine Nerven. Viele machen da wirklich große Bäume selbst so. Ich wünschte, ich könnte es irgendwie. Aber ich wollte es eben wirklich ganz unspektakulär an einer Kette dran hängen. Also da wäre jetzt kein Video dazu machen. Dann nehme ich einfach eine silberne Kette von mir und hänge mal das dran. Ich finde den nämlich echt wunderschön. Und ja, da sind ja einige drinnen, also werden ein paar Leute beschenkt werden mit solchen Anhängerchen. Dann habe ich nochmal so eine andere Box bestellt, ist die Nummer. Und da sind so, ja, eben auch so Bubble Tea Dinger drinnen, so wie die. Und ich habe mir ehrlich gesagt doch das. Die, was ich immer so eben selber machen kann, auch so eher kleinere sein. Aber ja, falsch gedacht. Und das sind eben die kleinen fertigen. Und sowas ähnliches kann man eben mit den anderen machen. Das ist auch lustig, der Strohhalm ist so gummig. Keine Ahnung aus, was der ist. Aber es ist ein richtig süß. Das sind so Melonen und was sind das eigentlich? Orange, das ist Passionsfrucht. Da gibt es alle möglichen verschiedenen. Dann sind da Erdbeeren, Zitronen, Trauben, Kiwis, Äpfel. Also echt voll süß, um irgendwo dran zu bauen. Und dann habe ich eben noch Stempel, nicht viele. Einmal so ein Hintergrundstempel mit so Rosen, den finde ich richtig, richtig schön. Da gefällt mir mega gut. Da ist die Nummer. Und einmal diesen Stempel mit Bäumen. Und ich habe gedacht, da kann man sicher voll coolen bunten Hintergrund machen und dann die Bäume einfach drauf stempeln. Die ganzen Sprüche werde ich nie benutzen. Also ich habe das hauptsächlich wegen die Bäume da bestellt. Und da ist die Nummer. Und zu guter Letzt, es war auch noch eine Überraschung eigentlich, weil ich mir gedacht, das ist nur der Wachsstempel an sich, aber das ist mit Samtgriff. Und der ist richtig schön. Mandala. Ich liebe Mandala. Und ja, wie gesagt, ich habe mir echt gedacht, das ist nur das, weil es war echt günstig. Ja, es hat 3 € oder so gekostet mit Griff. Und es kostet nirgends so wenig. Normal kosten wirklich die Wachsstempel an sich schon 3 € aufwärts. Und da hat man einfach einen Griff auch gleich dabei. Also richtig, richtig Schnäppchen, richtig cool. Und Mandala geht halt auch immer. Okay. Ja, das war's auch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bis zum nächsten Video. Tschüssi!